Servus Leute, was geht? Willkommen wieder mal zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Glitch zu Karrieremodus. Dieses Video habe ich auch damals bei FIFA 20 rausgebracht. Das ist Gesamtwert Glitch und Potenzial Glitch, beziehungsweise wie man beides erhöhen kann mit ein paar Knopf drücken. Nichts Großartiges irgendwie machen, nicht viel Zeitaufwand. Ein bisschen Zeitaufwand ist es. Ehrlich gesagt, ich erkläre es euch. Ist ganz, ganz easy. Ihr geht hier in die Teamzentrale. Nebenbei auch dieser, ich sag mal, diese Glitch macht mehr Sinn wie auch beim Wort schon Potenzial. Das ist bei jüngeren Spielern, sprich bei mir ist jetzt die Grenze, sage ich mal, 25, 26, dass die Spieler bis dahin ihr Potenzial noch nicht völlig ausgeschöpft haben. So ist es jetzt für mich. Klar, die Spieler können sich in FIFA auch mit 29, mit über 30 entwickeln, aber ihr wisst schon, was ich meine. Grob gesagt funktioniert es mit jüngeren Spielern. Mit zum Beispiel, was weiß ich, in Marcelo macht das keinen Sinn und es wird auch nicht funktionieren. Auf jeden Fall, wie geht das? Ihr müsst die Spieler verleihen in eurem Verein. Ganz normal, ihr bekommt Angebote, akzeptiert die, verleiht die Spieler und dann habt ihr, was weiß ich, 1, 2, 3, einige Spieler verliehen. In dem Fall, jetzt bin ich bei Madrid, ich habe jetzt nicht selber verliehen, die sind jetzt schon automatisch eingestellt. Und ihr müsst die Laien abbrechen. Allerdings müsst ihr aufpassen, diese Spiele, da ich jetzt die Karriere sozusagen neu gestartet habe, sind diese Spiele neu verliehen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wir gehen jetzt mal raus, ihr seht es auch jetzt vom Datum. Wir haben den 1. Juli, also vor Saisonanfang. Das Wichtige ist, ihr müsst so simulieren, sagen wir mal, ihr spielt eine Karriere, ihr verleiht den Spieler, ihr müsst sozusagen 3 Monate im Spiel jetzt spielen und dann könnt ihr erst die Leihe abbrechen, weil dann funktioniert dieser Tipp. Deswegen, der funktioniert nicht direkt, wenn er ausgeliehen ist, deswegen passt da auf, der wird garantiert nicht funktionieren. Darauf müsst ihr, wie gesagt, aufpassen. Wir simulieren jetzt mal ein paar Monate, ich sag mal am besten sogar, um sicher zu sein, was weiß ich, 4 Monate und dann sehen wir uns jetzt halt dann nochmal im Oktober. Jetzt sind wir im Oktober angekommen, wir gehen zurück direkt in die Teamzentrale, ist jetzt egal auf welchem Platz wir sind, sind sogar auf dem ersten Platz. Wir gehen jetzt direkt in die Teamzentrale und ich habe es euch ja vorhin erklärt, einfach die Line abbrechen. Und dann bekommen die Spieler je nachdem ein Plus, Minus oder es bleibt gleich. Mir ist es jetzt in diesem FIFA-Teil nicht passiert, dass er ein Minus bekommen hat. Im letzten FIFA-Teil bei FIFA 20 ist es mir passiert. Auf jeden Fall noch, was ich dazu hinzufügen will. Wenn das Spiel sich verbessert, bekommt er keine Plus 3, 4, 5 oder sonst was. Er bekommt maximal eine Plus 1, damit es auch checkt. Weil es würde keinen Sinn machen, wenn er ein Plus 10 bekommt. Also ist eigentlich selbstverständlich. Aber ich wollte es dennoch sagen, nicht, dass dann in den Kommentaren da geschrieben wird, der entwickelt sich doch nur immer mit Plus 1. Auf jeden Fall, wir machen jetzt einige Leihspiele. Wir brechen jetzt mal die Line ab. Und wir schauen jetzt mal, wer sich entwickelt, wer nicht. Bei ihm ist jetzt nicht so. Bei ihm auch nichts. Bei ihm brechen wir auch ab. Sergio Lopez. Und ihr seht es hier bei ihm zum Beispiel. Er hat jetzt eine Plus 1 bekommen. Es ist unabhängig davon, ob er spielt bei seinem Verein, wo er ausgeliehen war oder nicht. Ihr bricht die Leihe ab nach ein paar Monaten sozusagen. Und der Spieler entwickelt sich oder nicht. In dem Fall hat er jetzt ein Plus 1 Gesamtrating bekommen und sein Potenzial ist auch gestiegen. Logischerweise. Wir machen jetzt mal weiter. Ihr seht auch, es gibt keine Garantie, es kann klappen oder nicht. In dem Fall klappt das auch. Wir machen jetzt mal weiter. Bei ihm bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass es klappt, weil er schon 24 ist. Obwohl, bei ihm klappt es auch. Hat mich jetzt positiv überrascht. Ihr habt es gesehen, klappt auch. Bei Bale wird es safe nicht klappen, weil er 31 ist. Ja, wie ich schon gesagt habe, nicht geklappt. Wir machen mal trotzdem weiter. Okay, jetzt nicht geklappt. Machen wir mit Kubo weiter. Bei ihm klappt es. 76 hat er bekommen, wie ihr es seht. Mal weiter mit Brahim Diaz. Ich denke mal, der bekommt auch Plus 1. Okay, jetzt bei ihm nicht. Wie viele haben wir noch? 2 Stück haben wir noch. Machen wir nochmal bei ihm hier. Reiner bei Dortmund hat auch eine Plus 1 bekommen. Jetzt haben wir noch den letzten Kandidaten hier. Borja Majoral oder Majoral. Er bekommt auch eine Plus 1. Also Leute, ihr habt es gesehen. Von was weiß ich,
8 Leihspieler haben wir jetzt mit 4 oder 5 Spielern einfach die Leihe abgebrochen nach ein paar Monaten. Es kann auch nach einem Monat funktionieren. Aber ich sag mal so, desto länger, desto safer ist es, dass er eine Plus 1 kriegt. Weil ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert nach einem Monat. Ich wende auch diesen Trick selber nicht an. Aber was mir aufgefallen ist, dass wenn der Spieler neu verliehen ist und ich die Leihe abbreche, dass die sich generell nicht entwickeln. Also da braucht man schon Zeit, so ein, zwei Monate. Also ist kein großer Zeitaufwand. Ihr spielt sozusagen ein, zwei Monate in FIFA durch und dann bricht ihr die Leihen ab und ihr seht, die Spieler sind dann mit einem Rating gestiegen und dann macht ihr ihn direkt wieder auf die Leihliste, bekommt wieder Angebot und wartet wieder, was weiß ich, ein, zwei Monate habe. Da gibt es keine bestimmte Zahl, aber ich sag mal so mindestens einen Monat. Auf jeden Fall mindestens einen Monat. Das ist eine Zahl, aber jetzt hat ungefähr 4 oder 5, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt einfach nur als Beispiel gemacht bis zum Oktober. Aber ihr habt es gesehen, es klappt und nicht nur Gesamtrating, sondern Potenzial steigt. Ist auch sehr, sehr effektiv. Wendet es an. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Ich würde mich auf den Support freuen, denn Support ist kein Wort. Bitte einen Daumen nach oben lassen, den Abonnieren-Button klicken und auch die Glocke aktivieren, damit ihr weitere solche Videos nicht verpasst. Es werden mehrere solche weitere Videos kommen zum Karrieremodus oder zum Ultimate Team. Ja Leute, ciao und bis zum nächsten Mal.